Hallo liebe Waage, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im April 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen, der Link zu deiner Jahreslegung 2021 und der Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem sind unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram aufgeführt. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gehen wir zur Legung über. Waage, ich höre Münzgeräusche. Es macht Katsching, 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 Katsching. Es ist sehr gut möglich, dass deine Geschäfte sehr gut laufen im April 2021, ja, dass der Rubel rollt bei dir. Es ist ebenfalls gut möglich, dass du es im April mit jemandem zu tun hast, der oder die ein gutes Konto hat. Der Hierophant ist hier. Beim Hierophanten geht es um Regeln, gesellschaftliche Regeln. Unter gesellschaftlichen Regeln wird hier eine feste Beziehung verstanden, ja, im Jahr 2021. Du könntest es hier mit Stier zu tun haben. Die Energie dieses Menschen ist ziemlich stark, ja. Und bei Stier würde es mich nicht wundern, wenn das Konto gut aufgefüllt ist. Du willst eine feste Beziehung eingehen im April. Und was auch immer das für eine Beziehung ist, die du hier eingehen willst. Ich schaue hier für die Liebe. Für die meisten betrifft das die Liebe hier. Es kann auch ein Job sein, es kann ein Projekt sein, es kann sonst was sein, dem du dich verpflichtest über viele Jahre hinweg. Ja? Was auch immer das für eine Verbindung ist, die du da eingehst, Waage, du gehst es nach einer Phase der Genesung ein. Einer Phase, in der du vieles aus der Vergangenheit verarbeitet hast. Ja, also es ist nicht eine Beziehung, wo du nochmals gegen eine Mauer rennen sollst oder so. Ja, keine Verbindung, keine Beziehung ist perfekt. Natürlich wird es auch hier jetzt Ups und Downs geben. Ja, Up and Downs geben, aber es werden nicht die gleichen Up and Downs wie die in der Vergangenheit sein. Also wenn du in der Vergangenheit immer wieder betrogen wurdest, dann wirst du bei dieser Verbindung nicht nochmals betrogen. Aber natürlich werden andere Dinge passieren, weil warum? Weil es passieren muss. Das ist Naturgesetz. Ja, es kann nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen herrschen. Okay? Nach Ende einer karmischen Lektion gehst du hier eine neue Verbindung ein. Okay, schau, die Sonnenkarte. Dieses Mal, Waage, soll es gut sein, soll es schön sein. Wir haben hier die Sonnenkarte. Die Sonnenkarte ist die Friede, Freude, Eierkuchenkarte. Ja klar, aber ich warne euch einfach, es muss auf und runter gehen. Wir haben hier die 19. Karte. Und es kommt dann auch noch die 20. Karte, die 21. Jetzt nicht die letzte und einzige Karte im Tarot. Wir haben hier die 5. große Arkana, hier haben wir die 14. große Arkana. Es macht dann die 19, hier die Sonnenkarte. Es ist eine Art Neugeburt für dich, Waage. Ja, das ist hier ein Neugeborenes hier auf diesem Bild. Diese Verbindung, die du hier eingehen wirst, ist komplett neu. Es ist ganz anders. Es könnte sein, dass dein Gegenüber auch ganz anders ist wie jene aus der Vergangenheit. Die Beziehungsform ist ganz anders. Alles ist ganz anders. Wie neu kreiert, neu geboren. Und diese Andersartigkeiten sind entstanden aus deinen Lektionen aus der Vergangenheit. Eigentlich ist es ja ganz einfach, wenn man...
Wenn man ein schlechtes Leben führt, dann muss man manchmal einfach nur das Gegenteil tun. Was ist das Gegenteil von schlecht? Gut. Wenn man mal einfach das Umgekehrte tut, dann wird ja alles gut. Vier große Arkanas, Kraftkarte. Ich habe hier, irgendwie habe ich das Bedürfnis, das zu sagen. Ich habe hier Stier, hier habe ich Schütze, Löwe, Löwe. Das ist die Genesung, die du hier hinter dir hast, Löwe, Waage, Entschuldigung. Es scheint mir, wie wenn du all das, was du bisher erlebt hast, erleben musstest, damit das hier gut laufen kann. Ja, wenn du hier früher auf diese Verbindung gestoßen wärst, dann wäre es von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Ja, warum? Weil du es damals nicht anders gemacht hast, ja, und auch die Gegenseite es nicht anders gemacht hat. Irgendwie irgendeine Andersartigkeit herrscht hier zwischen euch beiden. Irgendetwas, das eure Verbindung von anderen klassischen Verbindungen unterscheidet. Diese Andersartigkeit holt ihr beide aus euren Erfahrungen hervor, ja. Es gibt einen Grund dafür, dass ihr beide überzeugt seid von dieser Andersartigkeit. Und genau das macht euch jetzt glücklich. Was kann diese Andersartigkeit sein? Ja, einfach alles, was von der klassischen Beziehung abweicht. Alles, wo die Freundinnen, die Freunde sagen würden, was so eine Beziehung führt ihr? Ja, all das. Was auch immer es ist. Ihr kennt euer Leben besser. Ich habe hier vier große Arkanas, Waage. Mach dich darauf gefasst, dass du im April das Gefühl haben könntest, dass du keine Kontrolle über dein Leben hast. Ja, weil das sind große Arkanas. Große Arkanas sind nicht Dinge, die du selber tust, sondern Dinge, die in deinem Energieumfeld passieren. Und du könntest im April das Gefühl haben, dass dir dein Leben wie entgleitet, ja, und dass du keine Kontrolle mehr hast über deine Gefühle, über die Abläufe, über das, was passiert und alles. Aber keine Sorge, es soll alles zum Guten führen. Okay, loslassen wird hier wichtig sein. Der Wagen, noch eine große Arkane. Und sechs der Stäbe, Sieg. Es führt alles zum Guten. Es führt alles, ja, wir haben hier eine Vorwärtsbewegung beim Wagen. Und wenn du das Steuer einfach überlässt, diesen zwei Phönixen hier, Sphinx, Entschuldigung, wenn du hier, einfach mal die Fahrt diesen zwei Sphinxen hier überlässt, ja, einmal schwarz, einmal weiß. Du weißt nicht so recht, wohin es führen soll, aber du weißt, dass es irgendwo hinführen soll. Hier haben wir Sterne, hier überall haben wir Sterne, hier ein Stern, auf seinem Oberteil sind auch Sterne hier. Es führt alles hin zu deiner Wunscherfüllung und wir haben hier am Ende die Siegeskarte. Das ist dann das, was du selbst in der Hand hast. Das ist dann das, was du wirklich selber erlebst. Das ist das, was du bewusst einleitest, ja. Und das, was du hier am Schluss einleitest, Waage, ist feiern. Sieg. Yes. Geil. Gut gekommen, ja. Endlich. Ja, das ist so dieses Gefühl. Und das passiert, wenn du 1, 2, 3, 4, 5, diese fünf große Arkanas einfach machen lässt, ja. Nicht dagegen ankämpfen, einfach passieren lassen, was passieren muss zwischen euch beiden. Okay? Ziehen wir hier eine Engelskarte für dich. Hoppala. Sind zwei Karten gefallen. Trennung, eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Kinder haben einen Einfluss auf dein Liebesleben. Ich habe hier auch ein Kind drauf. Macht euch darauf gefasst, dass es hier. Ja, wenn ich die Karten so hinlege, ich habe hier Mäßigkeit, diese Zurückhaltung aufgrund der Heilung und hier habe ich eben das Kind hier. Waage, es ist hier möglich, dass von deiner Seite aus Anfang Monat bis Mitte Monat ein Rückzug besteht, aufgrund von diesem Übergang. Ja? Hier unter Kinder sehe ich vor allem das Kind hier auf der Sonnenkarte, diese Neugeburt. Es wird hier eine Zeit geben, wo du eine gewisse Phase brauchst, um auf die Welt zu kommen. Ja, man kann ja die Besamung für ein neues Leben kann man ja durchführen, aber danach muss man 9 Monate warten. Und
Ich sehe hier nicht 9 Monate, aber ihr versteht, was ich meine. Waage, du wirst hier eine Weile eine gewisse Zeit brauchen, um auf die Welt zu kommen. Okay, und das wird dann eine Zeit sein, wo zum Beispiel eben ihr keinen Kontakt habt. Und was passiert, wenn man keinen Kontakt hat? Wenn da kein Kontakt ist, was passiert dann? Wieso haben wir keinen Kontakt? Die Kontrolle geht verloren. Cool bleiben, still bleiben, ja. Auch an die Gegenseite bleibt cool. Falls hier kein Kontakt stattfindet momentan, dann einfach sein lassen. Falls es Kontakt gibt, dann Kontakt haben. Die Sonne blinkt hier eifrig um euch. Das ist die Sonnenkarte, die hier die ganze Zeit blinkt. Es wird alles hin zum Sieg am Schluss führen. Man muss im April die Kontrolle abgeben. Weil ich habe hier 6 Karten, 5 davon sind große Arkana. Große Arkana sind Dinge, die ihr selbst nicht beeinflussen könnt. Das ist der Bus, der verspätet ankommt. Das ist der Bus, der zu früh abfährt. Das ist der Flugzeug, in den ihr nicht einsteigt und der dann abstürzt. Ja, das sind solche Dinge, die könnt ihr nicht beeinflussen. Einfach sein lassen im April, einfach laufen lassen das Ganze und nehmen, wie es ist. Ja, falls ihr eine vorübergehende Trennung habt, dann einfach vorübergehend das keimen lassen. Ja, weil es braucht manchmal auch diese Phase, wo man eben diese 9 Monate abwartet, damit die neue Geburt stattfinden kann. Okay? Und ich hatte hier davon gesprochen, dass ihr beide aus einer Lektion heraus hier glücklich werdet. Ja? Und ich habe hier 2 Kinder. Ich habe hier 2 Kinder auf dieser Karte liegen. Es würde mich nicht wundern, wenn es in der Legung des Gegenübers auch eine Sonne gibt. Ja, entweder hier auf YouTube oder dann in der Fortsetzung. Weil ihr beide kommt neu auf die Welt. Okay? Ihr beide habt eine Neugeburt hier gemeinsam. Und am Ende dann der Sieg. 6 der Stäbe. Okay? Ich werde hier. Schau mal. Katsching, katsching, katsching. Ich habe ja gesagt, dein Gegenüber hat ein gut gefülltes Konto, Waage. Und auch bei dir läuft es rund, sage ich dir. Ich habe hier 6 der Stäbe und hier noch die 10 der Münzen. Finanziell läuft es hier sehr gut. Ich werde hier mit diesen Karten 2 weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was die männliche Seite vor der weiblichen Seite und was die weibliche Seite vor der männlichen Seite versteckt. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye.